Schon 3000 vor Christus gab es die ersten Abwasserkanäle. Mittlerweile ist aus einfachen Rohren ein hochkomplexes Netz entstanden, das gewartet und gepflegt werden will. Wenn hier etwas bricht oder verstopft, müssen natürlich Experten ran, wie Kanalreiniger Uwe Schoppe. Mit seinem Spezialfahrzeug pustet er Rohre frei und ortet Bruchstellen. Und das ist kein Job für empfindliche Nasen. Verstopfte Kanäle und Rohre voller Schlamm, das ist die Welt von Kanalreiniger Uwe Schoppe. Wo es kein Durchkommen mehr gibt, sorgt er für saubere Verhältnisse. 6 Uhr morgens. Während halb Berlin noch im Schlaf liegt, beginnt Uwe Schoppes Arbeitstag. Los geht es auf dem Gelände der Firma Meier im benachbarten Rüdersdorf. Die Firma kann auf einen Fuhrpark von 16 Fahrzeugen zurückgreifen. Uwe Schoppe ist heute mit einem MAN TGA unterwegs. Doch bevor er den ersten Arbeitseinsatz fahren kann, muss Wasser getankt werden. Schließlich werden die Kanäle nicht nur abgesaugt, sondern auch gespült. Da ist eine Wand, die den Kessel unterteilt in einer Schlammkammer und einer Frischwasserkammer. Dieses Verhältnis kann ich variieren, je nachdem, was ich für Arbeiten habe. Wenn ich jetzt viel Schmutz aufsaugen muss, dann vergrößere ich die Schlammkammer. Und wenn ich dazu brauche ich auch Frischwasser zum Arbeiten, also zum Aufspülen des Materials. Und demzufolge verfahre ich jetzt die Kammer, damit es über den Tag reicht. Während sich die Trennwand verschiebt, zeigt ein Schwimmer dabei immer das Verhältnis zwischen den beiden Kammern an. Bis zu 400 Liter kann er so aufnehmen. Mit ausreichend Frischwasser an Bord geht es dann zum ersten Einsatz. Ein Kanal ist verstopft. Für die Arbeiter in der Baugrube nebenan ist das alles andere als angenehm. Es könnte leicht zu einem Durchbruch kommen. Das Problem ist, der Gulli voll Wasser ist und wir hier dran vorbei müssen. Und wir haben Angst, wenn das hier irgendwo undicht ist, dass uns das ganze Zeug im Graben drin läuft. Und kein Mensch weiß, wo das Wasser herkommt, wo es hingeht. Da ist Uwe Schoppe gefragt. Um mit dem Schlauch an den Kanal zu kommen, fährt er die sogenannte Haspel aus. Rüssel rein und absaugen. Doch statt Wasser gibt es eklige Exkremente. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass der Bentonit ist, also dieser Bohrschlamm, der auf die Kippe gefahren wird. Das fahren wir hier zur fäkalen Ablassstelle. Ein Gulli voll mit Fäkalien. Für Uwe Schoppe ist das kein Problem. Das ist eine Überwindung, sag ich mal. Also mit der Zeit, du siehst ja, dass du nicht im direkten Kontakt bist und hier oben hast du frische Luft. Also der Anblick ist natürlich, aber das ist alles biologisch, das kommt ja alles von uns. Also. Damit der Kanal blitzsauber zurückbleibt, wird er mit Hochdruck gereinigt. Dann die Haspel wieder zurückklappen. Und den Auftragszettel übergeben. Mit der abgesaugten Einlage geht es zur Fäkalienabladestelle. Schließlich dürfen solche Spezialabfälle nicht auf jeder beliebigen Deponie abgeladen werden. Über einen Schlauch werden die Fäkalien entsorgt. Doch nicht alles kann so abgesaugt werden. Dafür lässt sich der Zylinder am Heck öffnen. Wenn man jetzt Feststoffe drin hat, dann schiebt der Kolben die Feststoffe raus, um den Kessel zu entleeren. Nicht gerade ein appetitlicher Start in den Tag. Trotzdem gibt es jetzt erst einmal Frühstück. Mit Kaffee und Gebäck gestärkt, lenkt Uwe Schoppe seinen 35-Tonner zur nächsten Baustelle. In einem Berliner Vorort wird die komplette Straße erneuert. Leider ist auch der Kanal darunter aus einer längst vergangenen Zeit und muss daher stillgelegt werden. Um sicherzustellen, dass hier keine Rohre defekt sind, muss Uwe Schoppe den Kanal mit einer speziellen Hochdruckdüse ausspülen. Die Düse unterscheiden sich in den Winkeln, also die Abstrahlwinkel sind. Der Strahl zum Beispiel sehr spitz. Und so bohrt sich die Düse von selbst durch den nach hinten strahlenden Wasserdruck durch den Kanal. Doch der Schlauch muss geschützt werden. Das ist eine Umlenkrolle. Die machen wir ran, um den Schlauch zu schonen, weil der läuft ja sonst um die harte Kante da rum und würde sich dann immer abscheuern. Und wenn er hier geführt wird, dann rollt er natürlich, hat er keinen Widerstand. Nach etwas Fummelarbeit heißt es dann Wassermarsch. Mit Hochdruck frisst sich die Düse durch den Kanal, um dann 30 Meter weiter an einer Bruchstelle wieder zum Vorschein zu kommen. Dabei befreit sie den Kanal von jeglichem Schmutz. Denn hier soll als Stopfen eine Blase gesetzt werden.
Erst noch den Schlamm aus der Grube saugen und dann kann abgedichtet werden. Später wird der Kanal hier endgültig verschlossen. Der Auftraggeber hat gesagt, also die brechen ab, verdämmen nicht so, da die Leitung ja sowieso außer Betrieb geht. Ja, von daher ist jetzt hier Schluss. Doch der nächste Auftrag wartet bereits auf Uwe Schoppe. Irgendwo unter den Straßen von Berlin.